Hallo, willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch mal die Waschmaschine von Siemens. Meine Miele ist auch an. Hier ist ein blöder Handy, Mann. Jetzt geht's. Muss es ruhig halten, sonst ist es immer so unscharf. Mach kurz den Ton aus, wenn dir was besser hören kann. So, die Siemens hat noch Wasser. Aber die hat jetzt, ist jetzt auf diese Zeit geblieben. 1 Stunde 3 Minuten. 1 Stunde 3 meinte ich. Am meisten springen sie immer auf 1 Stunde 17, aber jetzt bleibt sie immer auf 1 Stunde 3. Das blöde Handy ist immer so unscharf. Es tut mir leid, wenn das immer so unscharf ist. Aber ich kann es nicht anders machen. Aber ich will mich nochmal bedanken für die 30 jetzt Abonnenten. Dafür bedanke ich mich nochmal herzlich. Meine Miele hat jetzt pflegeleicht 40 Grad. Schaut mal hier. Hier ist ohne Ende Wasser. Es kommt alles von der Siemens hier. Weil von der Siemens tropft hier ein bisschen was von dem Anschluss. Und deswegen ist das auch hier so nass bei meiner Miele. Miele, guck mal, wie viel sie. Sie hat. Ich glaube, sie mussten irgendwas mit 37 Grad sein oder irgendwas. Beispiel ist der hier drin. Bei der Siemens Schirm, das ist schon so geil. Das sieht bei der richtig geil aus. Meine Nachbarin stellt immer die Wäsche auf Hemden. Mein Speicher war erstmal richtig voll. Ich habe noch was ein bisschen gelöscht von meinem Speicher. Ja, das hat jetzt 30, 21 und mein Speicher hat jetzt 94. Blöde Handy ist immer so unscharf. Verstehe auch nicht, warum, wenn das immer so unscharf ist. So, mein Speicher meldet sich jetzt nicht, weil ich jetzt ein bisschen gelöscht habe. Jetzt habe ich auch, ist auch viel Speicherplatz wieder. Die Siemens hat noch 1 Stunde. Bei meiner Miele, der hat 40 Grad, hat sie pflegeleicht. Aber jetzt bei der Bauglicht, ich verstehe auch nicht, warum das Waschverfahren so vergammelt ist. Schaut mal, richtig schwarz. Auch hier, aber hier bei der Vorwäsche ist es eigentlich sehr sauber. Im Hauptwaschgang ist das verdreckt und der Kammer für den Weichspüler ist verdreckt. Das sind die Kugama alle. Bei Baumwolle brauchst du jetzt 60 Grad 2 Stunden über. Aber die Vorwäschetaste geht nicht mehr. Das wundert mich ein bisschen. Meistens vorher gehen die, das geht auch nicht mehr.
Hm. Weiß auch nicht warum, wenn das nicht mehr geht. Die Bauchsicht, die ist am Wasser nicht angeschlossen, weil die ist aus Wasseranschluss ab. Auch hinter der Siemens ist auch richtig nass. Mit meinem neues Handy aufzudrehen, finde ich noch viel besser wie mein altes Handy. Mein altes Handy hatte ich irgendwie nicht so gemocht, weil das war ein Huawei-Handy. Das Handy, wenn ich jetzt habe, ist ein Samsung-Handy. Und das... Oh, Entschuldigung. Ja, ist jetzt ein Samsung-Handy. Das finde ich noch viel besser zu drehen wie ein Huawei. In Huawei, da war es so blöd, weil das war immer bei den Videos immer so leise. Das fand ich so blöd bei dem Handy. Das Samsung ist überhaupt nicht leise bei den Videos. Das ist sehr gut eigentlich. Das ist auch noch lauter aus dem Huawei. Das Huawei war richtig leise. Wir haben jetzt noch beide den Hauptwaschgang, die Siemens und meine Miele. Die Siemens hat noch jetzt noch 56 Minuten. Das schäumt auch bei der richtig geil. Ich habe auch jetzt meinen Ton ausgestellt, wegen den ganzen Nachrichten, wenn ich jetzt alle bekomme. Dann damit ich auch besser was hören kann. Bei meinem Miele schäumt es auch ein bisschen. Ich kann ein bisschen näher dran. Ein kleines bisschen schäumt es bei der Temperatur. Da mussten ja 40 Grad sind erreicht. Hat schon 40 Grad. Siemens noch? Sie müsste kurz meine Nachbarin, die steckt immer auf Hemden. Ist jetzt Hemden mit 800 Touren nur mit 800 und 40 Grad. Da sage ich schon mal, dann beende ich schon mal das Video, ist jetzt schon 9 Minuten 31. Sage ich euch schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.